Und wie voll sind unsere Taschen? Okay, das sollte auf jeden Fall noch für die Etage reichen. Zack, zack, zack. Hier graben wir jetzt erstmal einfach so durch und bringen das dann später alles auf eine Höhe. So, pass auf. Hier zum Beispiel graben wir jetzt noch nicht. Oder legen wir noch keinen Boden rein und nix. Hallo. Bloß nicht verlaufen. Sonst finden wir nicht mehr zurück. Und das will ich auch nicht, dass wir dann wieder feststecken in dem scheiß Minenschacht. So. Da ist noch ein Block. Der kann raus, das kann raus. Zack, wunderbar. Und jetzt kommt hier noch die Decke, die beiden Platten raus hier. Und dann graben wir uns eben genauso rundrum. Müssen wir nach hinten hin ein bisschen aufpassen. Da war ja das Loch mit den Zombies, die jetzt inzwischen auch weg sind. Ich glaube, hier in dem Minenschacht lebt kein einziges Mob mehr. Ich glaube, die haben wir alle weggemacht. Entweder mit Licht oder eben getötet. Und das war auch gut so. Hauptsache, die sind erstmal weg, weil nicht, dass hier auf einmal hinter uns jemand steht und dann anfängt zu zischen oder so. Das wäre ganz schön blöd. Vor allem, weil, gut, wir haben jetzt nichts Wertvolles in der Tasche, aber es muss ja nicht sein. Ich meine, wir haben jetzt 14 Level oder Experience, Viecher, Dings, Points. Und das muss natürlich auch nicht sein. Weißt du, dann sind wir wieder tot und dann ist alles wieder für den Arsch und wieder weg. Und vor allem, wenn wir wirklich eine Glücksspitzhacke machen wollen für Redstone. Ja, dann sage ich mal so, dann lohnt sich das natürlich. Wie groß sind wir? 38 sind wir jetzt gerade. Diamanten gibt es ja ab 16, das heißt, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Luft. Redstone fängt aber, glaube ich, früher an, ne? Oder später? Ich weiß das gar nicht. Smaragde fangen auf jeden Fall deutlich höher an. Wobei ich ehrlich sagen muss, als damals die Smaragde rauskamen, dachte ich echt, okay, cool, die werden wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer zu finden sein. Aber das ist gar nicht so. So aus meiner Erfahrung raus kriegt man mehr Smaragde als Diamanten. Ich meine, man sieht es bei unserem Lager, wir haben deutlich mehr Smaragde als Diamanten. Und Diamanten werden meistens verhäuft, sind meistens verhäuft anzufinden und Smaragde eben nicht. Die kriegt man mal so ein oder zwei an einer Stelle und dann war es das wieder. Aber wie ich rausgefunden habe, die Häufigkeit von Smaragden ist einfach viel, viel höher. Oh, das ist ja cool. Das passt ja gut. So. Und... Zack. Dann kann das auch noch weg hier. Und der darf auch noch weg. Okay. Da höre ich doch einen Zombie. Ich sag doch, die sind hier noch. Ich hab's befürchtet, aber naja. Ist auch nicht so tragisch. Ich meine, hier kommt jetzt sowieso die Wand hin. Von daher ist mir das eigentlich relativ egal, ob hier jetzt noch irgendwie Zombies, Monster oder sonst was sind. Weil im Endeffekt kriegen wir sowieso nicht mehr viel davon mit. Und ein Bett kommt hier unten sowieso nicht rein. Also pennen wollte ich hier jetzt auch nicht unbedingt. Sondern das hier ist rein, ja, geschäftlich, will ich mal sagen. Rein für den Konzern. So. Den Konzern des Lagers. Und von daher ist das auch vollkommen egal, ob hier jetzt noch Monster rumrennen oder nicht. Solange die nicht hier im Lager spawnen. Das ist ganz wichtig, dass das nicht passiert. Denn das wäre super, super ärgerlich, wenn das passiert. So, pass auf. Jetzt können wir hier noch was weghacken. Und ich muss gleich auf jeden Fall nochmal einen ganz kurzen Cut setzen. Aber der wird wirklich nur ganz kurz. Für euch wird nur eine Sekunde sein, für mich ist es wahrscheinlich eine Stunde. Aber das ist nicht ganz so dramatisch. Ich meine, dieses Mal soll das dann auch wohl klappen, dass ich heute noch wieder zum Aufnehmen komme. Ich hoffe es zumindest. Also so ist zumindest jetzt erstmal mein Plan. Aber wie man das ja nun mal kennt, so ein Plan muss auch ab und zu mal geändert werden, spontan. Obwohl man das vielleicht gar nicht möchte. Und ja, wenn es so wäre, würde ich auf jeden Fall bitten, das zu entschuldigen. Aber das kann ich mir heute echt nicht vorstellen. Und Assassin's Creed werde ich auch noch weitermachen. Habe ich jetzt wieder mit angefangen. Und das ist auch cool, weil ich möchte das Spiel auch gerne durchspielen. Und danach kommt wahrscheinlich Assassin's Creed 2. Oder wenn euch dann ein besseres Spiel einfällt, was ihr gerne sehen wollt, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und das würde ich dann spielen. Also von daher, ihr dürft gerne Ideen oder ja, Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ich gucke mir das gerne an.
Und wenn ich denke, dass mir das Spiel gefällt, beziehungsweise dass das hier auf den Kanal passt, dann werde ich es machen. Dann stehe ich dem auf jeden Fall nicht im Wege, sondern ja, wird das sogar unterstützen. Weil, ja, ich möchte natürlich auch so eine kleine Community so langsam aufbauen, das wäre eigentlich ganz cool. So ein bisschen interaktiv das Ganze gestalten, so wie wir das mit dem Let's Play hier versuchen, oder wie ich das mit dem Let's Play versuche. Weil, ja, das fände ich eigentlich schon ganz geil. So, pass auf, zack, zack, das kann alles weg hier. Ah, guck mal, hier haben wir sogar schon angefangen. Der gute Zukunft, Vergangenheitsjohannes Pauke ist es ja. So, pass auf. Dann haben wir jetzt einmal drumherum gegraben schon. Die Leiter hier unten besteht ja auch schon, das heißt, auch dahingehend haben wir jetzt eigentlich schon ein paar, ja, maßgebliche Vorarbeiten geleistet. Was uns hier das Leben auf jeden Fall erleichtern wird. So, das kann alles weg hier. Zack, zack, alles weg. Aber ja, ich bin echt zufrieden mit der Let's Play-Welt, was wir so geschaffen haben bis jetzt und was wir da auf jeden Fall noch schaffen werden. Ich bin da auf jeden Fall echt gespannt drauf. Vor allem, wie groß diese Let's Play-Welt noch werden wird. Weil ich habe echt vor, die so weit noch auszubauen. Es gibt noch so viele Möglichkeiten, was wir machen können, was wir noch gar nicht gemacht haben. Und von daher bin ich auf jeden Fall bereit, die Let's Play-Welt noch deutlich weiter auszubauen, als es jetzt ist. Und ja. So, zack. Dann wollen wir mal gucken, dass wir das auch alles so im Laufe der Zeit gewuppt kriegen. Und ja, nebenbei laufen wir noch dann die Nebenprojekte, wie jetzt ist es ja im Moment Assassin's Creed das Nebenprojekt. Minecraft ist ja so mein Hauptprojekt. Und ich meine, wir sind da jetzt schon bei Folge 300, über 380 schon drüber weg. Und das finde ich einfach so krass. Weil ich meine, wir sind fast bei 400 Folgen Minecraft. Und es macht mir immer noch so einen Spaß, dieses Spiel. Und ich weiß gar nicht, ich habe Minecraft ja schon mal, habe ich ja schon mal erzählt, die Geschichte, glaube ich. Ich habe Minecraft ja damals gekauft, wo das so relativ neu war noch. Und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre Minecraft ich jetzt spiele. Also offiziell kam es ja 2009 raus. Bei YouTube steht inzwischen 2011. Ich habe es, glaube ich, 2010 oder 2009 gekauft. Irgendwie sowas. Und ich fand das so geil. Damals war das auch noch, ich glaube, für einen Zehner. Ich habe, glaube ich, nur einen Zehner dafür bezahlt. Da bin ich mir jetzt aber echt nicht mehr sicher. Müsste ich... Wobei, nee, nachgucken kann ich das schon gar nicht mehr. Das ist so lange her. Ich weiß das echt nicht mehr. 10er oder war das 19 Euro? Irgendwie sowas. Ist ja auch egal, darum geht's ja auch gar nicht. Aber das waren, glaube ich, das bestinvestierteste Geld, was ich je, ja, ausgegeben habe. Weil ich habe an diesem Spiel so viel Spielspaß schon gehabt. Na gut, auch natürlich... Ja, kopfzerbrechende Momente oder zerreißende Momente, wo ich dann dachte, wofür machst du das alles? Bist du schon wieder tot? Oder hast dein Haus verloren und ist alles weg jetzt? Alles scheiße. Aber so im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, der ganze Frust und der Kummer, den man mit diesem Spiel ab und zu mal hatte, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Minecraft ist das Spiel, was ich wirklich am meisten bis jetzt gespielt habe und wahrscheinlich je spielen werde. Und das werde ich hier im Let's Play auch weitermachen, weil ich finde das zu geil, einfach auch euch daran teilhaben zu lassen, was ich hier für einen verrückten Kram mache. Gut, im Moment ist es weniger verrückt, sondern eher etwas, ja, wobei, es ist Wahnsinn. Sagen wir, es ist leicht wahnsinnig, die Projektgröße zumindest, weil so ein übertrieben großes Lager habe ich noch nie gemacht, zumindest nicht im Let's Play oder in einem Video. Ich habe nur mal in einem, das kennen vielleicht einige, in dem Einkaufszentrum, was ich gebaut habe, für die New Minecraft City Stadt. Da habe ich mal ein großes Lagersystem eingebaut, aber das war ein Witz gegen das hier. Ich glaube, dieses Lager übertrifft das noch um Längen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz noch einen Cut setzen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich jetzt wieder. Ja, hat ganz kleines bisschen länger gedauert, als ich gehofft oder gedacht hatte. Aber das ist nicht ganz so tragisch. Ich glaube, da gibt es deutlich Schlimmeres.
Wir waren jetzt gerade dabei, hier alle Mann abzutragen und ja, das werden wir auch weitermachen, weil ja, ich will ja auch irgendwann mal fertig werden. Und wie gesagt, das Schöne hierbei ist jetzt einfach an dieser Etage, dass wir hier eben viel, viel weniger Material zum Abgraben haben, als das in der Vergangenheit der Fall war, weil der Minenschacht hier eben etwas dichter geworden ist, beziehungsweise etwas, ja, mehr Präsenz hat. Und das ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir ihn hätten besser nutzen können. Ich denke mal, vielleicht könnten wir die andere Seite noch benutzen. Also der Minenschacht hat ja noch die zweite Seite. Aber das weiß ich noch nicht. Das müsst ihr entscheiden, was wir mit dem Rest von dem Minenschacht noch anstellen sollen. Denn, ja, ich kann ja nicht alles entscheiden. Das geht ja nicht. Und das möchte ich vielleicht auch gar nicht. So. Das kommt alles weg hier. Und dann bin ich gleich mal gespannt, wie tief wir das Ganze hier noch graben müssen. Ich weiß gar nicht, wir sind jetzt auf Höhe 38, glaube ich, ne? Ja, Höhe 38, so. Jetzt ist eben die Frage, wie tief müssen wir runter, um Redstone finden zu können? Oh. Ja, das ist ja gut zu wissen, dass wir noch nicht hundertprozentig in dem Minenschacht komplett drin waren. Nun gut, das lassen wir dann jetzt einfach mal so stehen und tun so, als hätten wir das nie gesehen. Das halte ich auch für eine gute Idee, da bin ich ganz eurer Meinung. Nein, natürlich nicht, aber früher oder später werden wir sowieso da unten hinkommen, weil, ja, das Lager geht genau durch diesen alten Schacht oder durch diesen Gang runter. Von daher werden wir da auf jeden Fall zwangsläufig hinlaufen müssen. So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal weiter. Und dann haben wir es auch schon fast die Hälfte geschafft vom Abgraben. Gut, in der Mitte ist natürlich weniger, weil eben da noch ein paar Gänge sind und sowas. Also alles, was man so von oben gesehen hat, fehlt natürlich dann auch an Blöcken. Und joa, kriegen wir alles hin. Solange hier nicht irgendwelche Kreaturen meinen, sie müssten uns auf den Sack gehen, haben wir eigentlich wenig Probleme, will ich mal sagen. So, Holz haben wir. So, Sticks haben wir keine mehr. Wir haben Fackeln gemacht, ne? Jo. Zack. Dann noch einmal so und so. Und unsere Taschen sind schon wieder voll mit Kobbel. Das ist doch nicht normal. Ach ja, wir müssen jetzt ja deutlich höher gehen, um unseren Kobbel loszuwerden. Also, ja, deutlich, deutlich höher. So, dann müssen wir mal hier hin. Und wir haben gleich die erste Kobbelkiste voll. Naja, gut. So. Da fehlen natürlich dann noch die Trichter. Ich denke, das werde ich auf jeden Fall bei der Kobbelkiste berücksichtigen, dass wir die auf jeden Fall komplett fertig haben. So. Weil Kobbel haben wir so oft. Und von daher denke ich mal, da macht es auf jeden Fall Sinn, wenn wir da eine Doppelkiste haben. Also, ja, zwei Doppelkisten sind ja inzwischen. Und da müssen wir mal gucken, wenn die Kobbelkiste dann voll ist. Das Schöne ist, wir haben dann noch, jetzt muss ich mal gucken, einen Puffer von, ja, also mindestens von 10 Stacks. Also 5 da und 5 da. Das bedeutet also für uns, dass wir auf jeden Fall dann noch ein bisschen mehr einlagern könnten. Aber ich denke mal sowieso, wenn wir da dann Kobbel rausnehmen, dass wir ja nicht nur einen Stack oder so rausnehmen, sondern schon etwas mehr. Also von daher denke ich mal, das wird sich auf jeden Fall ausgleichen. Und das wird auch gar nicht so schlimm sein, wenn wir dann so ein bisschen auf Vorrat haben. Beim Cobblestone benutzen wir ja so oft, allein für Werkzeuge, was wir da in Cobblestone quasi verschwenden. Aber jetzt muss man sich mal die Frage stellen, was wäre, wenn wir jetzt unsere ganzen Werkzeuge aus Eisen gemacht hätten? Ich glaube, das wäre etwas verschwenderisch gewesen. Vor allem, wir hatten ja eine Zeit lang Eisenwerkzeuge. Aber jetzt hier fürs reine Kloppen lohnt sich das einfach nicht, Eisen zu benutzen. So, das hält zwar ein bisschen länger, aber ganz ehrlich, ich mache mir lieber drei neue Spitzhacken aus Stein, statt drei aus Eisen.
Weil das Eisen brauchen wir auf jeden Fall viel, viel dringender für unser Lager. Damit das richtig geil wird. Und das Redstone. Und da kriege ich wieder Kopfschmerzen bei, wenn ich dann das Redstone denke. Wie gesagt, da muss ich auch mal gucken, dass wir da irgendwie eine Silk-Touch-Spitzhacke kriegen. Oder am besten wäre natürlich eine Glücksspitzhacke. Dann würden wir uns einen Schritt quasi sparen. Und jedes Mal, wenn wir Redstone finden, nehmen wir die mit. Oder wenn wir Redstone suchen. Und ja, das Problem ist eben, dass wir nicht unbegrenzt Platz haben im Inventar. Das ist das große, große Problem, was wir haben.